Die meisten Menschen sehen ihre Traumata als eine Last, die sie für den Rest ihres Lebens tragen müssen. Und der Fokus auf die Last ist so stark, dass viele nicht einmal bemerken, dass diese durchlebten Ereignisse der Auslöser für Stärke und Exzellenz sein können. Denn die Realität ist, deine Traumata sind keine Fesseln, sie sind wie ein Schmiedehammer, welcher deinen Verstand härtet, deine Seele formt und dich zu dem macht, der du heute bist. Die Frage ist nicht, ob du verletzt wurdest oder irgendetwas Traumatisches erlebt hast, denn das interessiert letztendlich niemanden, denn jeder hat seine eigene Sad Story. Die wirkliche Frage ist, ob du diese Schmerzen in eine Waffe umwandeln kannst, um dein Leben ins Positive zu verändern. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Nick und in diesem Video erzähle ich euch, wie meine dunkelsten Momente nicht nur meine größten Stärken offenbart haben, sondern auch die Core Driver zu meinem Erfolg wurden. Ich helfe Menschen dabei, in allen Bereichen des Lebens das Beste rauszuholen. Also legen wir los. Die Prüfung des Lebens. Traumata sind keine Hürden, sondern Prüfungen, die deinen Charakter formen. Sie schmerzen, sie quälen und sie zwingen dich dazu, dich mit der harten Realität des Lebens auseinanderzusetzen. Aber du hast keine Wahl, ob du diese Prüfungen letztendlich ablegst oder nicht. Aber du hast die Wahl, ob du daran kaputt gehst oder gestärkt da rauskommst. Jeder Schlag, jede Wunde, jedes Trauma ist ein Test. Und wenn du diesen Test bestehst, bist du härter, intelligenter und stärker, als du je zuvor warst. Als Kind habe ich Dinge erlebt, die kein Kind erleben sollte. Ich habe die dunklen Seiten des Lebens aus erster Hand gesehen und diese Erfahrungen hätten mich zerstören können. Aber sie haben meinen Verstand gehärtet und geformt. Entweder ich werde an diesen Erlebnissen zerbrechen oder ich werde sie nutzen, um stärker zu werden, und genau das habe ich getan. Denn Schmerz ist zwar der härteste Lehrer, aber der ehrlichste, und die meisten Menschen fliehen vor diesem Schmerz. Sie betäuben ihn mit Ablenkungen, mit Ausreden, mit Selbstmitleid, aber das ist der einfache Weg, und zwar der Weg der Schwachen. Der wahre Weg zum Wachstum liegt darin, den Schmerz anzunehmen und ihn zu verstehen, um ihn dann als Tool zu nutzen, um deinen Verstand auszubauen. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel meine Hautkrankheit. Jeden Tag aufzuwachen und in den Spiegel zu schauen, fühlte sich so an, als wäre ich verflucht. Warum genau ich? Selbstzweifel, Unsicherheit und Angst haben also meinen Verstand eingenommen und es hat mich so weit gebracht, dass ich einfach nur abschließen wollte. Aber anstatt mich von diesem Fluch zerdrücken zu lassen, habe ich gelernt, meine Gedanken bewusst zu lenken. Ich habe erkannt, dass mein Wert nicht von dem abhängt, was andere von mir denken oder wie ich aussehe, sondern von dem, was ich aus meinem Leben mache. Und deswegen habe ich damals beschlossen, die Situation anzunehmen und mir selber gesagt: Ich bin jetzt in dieser Situation, weil es mich halt einfach getroffen hat, so wie viele andere auch, aber das ist kein Grund dafür, den Rest meines Lebens wegzuwerfen. Und die Welt wird auch dir immer wieder ins Gesicht schlagen und wird dir Narben hinterlassen, die sich tief einbrennen. Aber diese Narben sind nicht deine Schwäche. Sie sind der Beweis deiner Überlebensfähigkeit. Genauso wie man es hier an meinen Narben auch sehen kann. Und die meisten Menschen lassen sich von ihren Wunden definieren. Die verstecken sich hinter ihnen und benutzen sie als Ausrede, um sich einfach klein zu reden, um klein zu bleiben. Aber genau hier liegt der Unterschied zwischen denen, die nur träumen, und denen, die ihre Träume leben. Stell dir vor, du bist ein Krieger auf dem Schlachtfeld des Lebens. Deine Narben sind das Endergebnis deiner Kämpfe. Aber sie sind auch ein Zeichen deiner Stärke. Und als Krieger sind deine Wunden keine Entschuldigung, sondern der Treibstoff, der dich immer weiter nach vorne bringt. Schwache Krieger hingegen würden ihre Narben als Grund nehmen, nicht mehr weiter zu kämpfen. Und hier kommt der Kernpunkt. Traumata zwingen dich, deine Gedanken zu ordnen, deine Prioritäten zu überdenken und deinen Fokus zu setzen. Ob in der Geschäftswelt, im Trading, in Beziehungen oder wo auch immer. Die mentalen Hürden, die du durch deine Traumata überwinden musst, machen dich unaufhaltsam oder zu einem unterwürfigen Schwächling. Aber du bist nicht so. Während andere in Krisen zerbrechen, behältst du einen klaren Kopf. Während andere die Route abbrechen, gehst du weiter, weil du weißt, dass jede Hürde, jeder Rückschlag dich stärker gemacht hat und immer wieder machen wird. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen denen, die erfolgreich werden, und denjenigen, die scheitern. Das ist die Fähigkeit, unter Druck zu bestehen, nicht einzuknicken, wenn das Leben dich mit voller Wucht trifft. Und wenn du gelernt hast, deine Traumata zu überwinden, dann besitzt du eine mentale Stärke, die dir einen unvermesslichen Vorteil in jeder Situation verschaffen kann. Also, übernehme die volle Kontrolle. Die meisten wählen den Weg mit dem geringsten Widerstand. Sie richten es sich also einfach in der Rolle des Opfers ein und lassen zu, dass ihre Erlebnisse sie und ihr eigenes Leben und ihre Persönlichkeit definieren. Aber du bist kein Opfer, es sei denn, du entscheidest dich dafür. Also, du kannst dich entweder in Selbstmitleid wälzen und deine Traumata als Ausrede benutzen, oder du kannst die Kontrolle übernehmen und dein Leben bestmöglich weiterleben. Und die
volle Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, ist der Weg zu wahrem Glück. Es bedeutet, dass du aufhörst, anderen die Schuld für deine Situation zu geben. Und es bedeutet, dass du begreifst, dass du die Macht hast, dein Leben in die Richtung zu lenken, in die du willst. Und es gibt keine Macht in der Opferrolle, sondern die Macht liegt in der Selbstverantwortung. Und wenn du diese Macht erst einmal erkannt hast, kannst du erst anfangen zu leben. Schmerz ist der Test, der die Starken von den Schwachen trennt. Er zeigt dir deine Grenzen, aber er zeigt dir auch, dass diese Grenzen verschoben werden können. Und die meisten Menschen geben auf, sobald der Schmerz zu groß wird. Sie knicken ein, sie suchen nach Ausreden, sie suchen nach dem einfachsten Weg. Und dafür haben wir jetzt ein gutes Beispiel im Fitnessstudio. Die Leute, die aufhören, wenn es anfängt weh zu tun, sehen und fühlen sich nach jahrelangem Training immer noch wie vorher. Aber die wenigen, die den Schmerz annehmen, die ihn als Teil ihres Wachstumsprozesses verstehen, sind diejenigen, die wirklich erfolgreich sind und dann letztendlich auch Veränderung spüren. Leiden ist optional, also kannst du entscheiden, ob du an dem Schmerz zerbrichst oder ob du ihn nutzt, um besser zu werden. Und es ist diese Entscheidung, die den Unterschied macht zwischen denen, die erfolgreich sind und denen, die nie ihr Potenzial ausschöpfen. Wie verwandle ich aber meine Wunden in Macht? Und du verstehst wahrscheinlich schon, dass es nicht genug ist, seine Traumata einfach zu überleben. Also musst du lernen, sie in Macht zu verwandeln. Und der erste Schritt dazu ist Akzeptanz. Du musst deine Schmerzen annehmen, anstatt sie zu verdrängen. Verdrängung bringt nichts. Du musst dich dem Schmerz stellen und ihn als Teil deiner Geschichte akzeptieren. Und der zweite Schritt ist die Umprogrammierung deines Verstandes. Du musst verstehen, dass du nicht definiert wirst durch das, was dir passiert ist, sondern durch das, was du daraus machst. 9 von 10 Leuten, die du in der Zukunft treffen wirst, werden sich nicht für deine traurige Geschichte interessieren. Es sei denn, du hast etwas daraus gemacht und du kannst dann erzählen, damit jemand anders was daraus lernen kann. Aber wenn du es nicht gemacht hast, dann interessiert es auch keinen. Und es reicht auch nicht, einfach nur darüber nachzudenken oder zu reden. Du musst handeln, egal wie schwer es ist. Also musst du lernen, jetzt gut zuhören, durch Chaos zu wachsen. Das ist das Konzept der Antifragilität. Antifragilität geht über Resilienz hinaus. Resilienz bedeutet, nach einem Schlag zurückzukommen, und Antifragilität bedeutet, nach einem Schlag besser und stärker zurückzukommen. Das bedeutet, dass jedes Trauma, jede Krise, jeder Rückschlag nicht nur eine Hürde ist, sondern eine Gelegenheit für dich ist, dich weiterzuentwickeln. Und du lernst nicht nur, wie du damit umgehst, sondern wie du durch dieses Chaos wachsen kannst. Und wenn du dieses Konzept verstehst und in dein Leben integrierst, gibt es nichts, was dich brechen kann. Es ist einfach, die Umstände oder das Schicksal für die eigene Situation verantwortlich zu machen. Aber die Wahrheit ist, dass dein Erfolg oder Misserfolg letztlich von den Entscheidungen abhängt, die du triffst. Ob du aufgibst oder weitermachst, ob du den leichten oder den schweren Weg wählst, das formt letztendlich dein Schicksal. Und es geht also darum, die volle Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und zu erkennen, dass man selbst die Macht hat, sein Schicksal zu formen, unabhängig von den Umständen. Am Ende des Tages sind Traumata nicht das, was dich zurückhält, sondern das, was dich aufbaut. Und du kannst wählen, ob du deine Schicksalsschläge als Ausrede benutzt, um klein zu bleiben, oder ob du sie als Waffe einsetzt, um selber weiterzuwachsen. Die Wahl liegt bei dir. Aber vergiss nicht, wenn du bereit bist, deine Traumata anzunehmen, sie zu nutzen und daraus zu lernen, gibt es meiner Meinung nach nichts, was du nicht erreichen kannst. Und das war's für dieses Video, Freunde. Falls euch das interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung eins meiner Unternehmen, welches vielen Menschen dabei geholfen hat, ihr Leben physisch, mental und finanziell zu verändern. Ansonsten gebt Gas, holt das, was euch als Mensch zusteht, und weiterhin eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns.